Wow, okay. Sekundärwaffe. Ich vergaß. So, und das waren die Schwarzen. So, okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt mal auf den Platter... auf den Platter-Cutter. Auf den Plasma-Cutter überspringen. Weil, jetzt heißt er gleich Invasion. Sunshine. Oh, shit, 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 shit. Kill him, man! Alter, nee. Was für ein Schlachtfest. Oh je, oh je. So, haben wir jetzt. Kann ich hier runter? Ja, hier. So, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier, das Bühnenstück mit euch. Arschgehören. So. Drüben sind noch Spinte, aber die sind alle zu. Ah, esst eure grünen Pellets. Mm. Okay, alle Türen sind zu. Oh, okay. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Okay. Wir nehmen einfach mal den Tisch. So, Lehrbereich 3. Quatsch, Lehrbericht. 3. September. 381-3. Ich weiß, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behaupten, es sei ihre verstorbene Großmutter oder so. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist das ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semester stetig gesunken ist.
Walter Blake, Bildungsdozent für die 3. Klasse. Flammenwerfer. Nice. Sind jetzt wahrscheinlich alle immer noch zu, oder was? Oder? Ja. Schade. Okay, dann haben wir es wohl. Ja. Energieknoten. Nice. Ach, Sam. Okay. Nicht ohne elterliche Aufsicht. Oh mein Gott. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden. Er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich traue ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Ja, mit Ellie ist nicht zu spaßen. So, ist eine lange Fahrstuhlfahrt. Ich speichere mal. Ja, muss ich doch. Alter, was ist das? Oh, fuck. Was hatten die da gegrabbelt? Nicht mich, nicht mich. Scheiße. Okay. Wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe, das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße, die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Ha.
Heilige Scheiße! Isaac, es kommt zu Ihnen! Nein, Alter! Alles in Ordnung, Isaac? Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tideman den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tideman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden, ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Oh Mann, es könnte doch immer alles so einfach sein. Aber nie, aber nie. So, Halbleiter, eingecashed hier. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz mal hier drüben noch an. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Kohle. Jawohl. Sharpie. Nachladen. Und eingesackt. So. Haben wir hier vorne noch was? Mit Is-Abo Jens Duster hier. So, kann ich mir jetzt das hier nehmen? Nö. Und that's the way. Okay, this is the way. So, schauen wir mal hier noch. Okay, das kann man nehmen. Nein, schade. War da noch was anderes, was wir eventuell dafür droppen? Naja, komm. Er nimmt doch plus 1, ne? Schade. Aber okay. Ich glaube, an Plasma-Katamunition wird es uns jetzt nicht unbedingt hapern und mangeln, sondern tatsächlich wahrscheinlich eher an Heilbecken. Scheiße. Damn. Wow, okay, das ist vielleicht nicht so cool. Klar. Also wenn ich mir mal so vorstelle, da reinzulaufen, ist das glaube ich nicht so. Käse. Mensch. Das
eigentlich mitgenommen. Das ist ja ärgerlich, sage ich. Halbleiter Gold war, ich glaube, 3000 wert, ne? Bin ich der Meinung. Das ist scheiße. Ist nicht geil. Aber was willst du machen? Okay. Irgendwie müssten wir jetzt erstmal einen Shop finden. Ständig voll. Ständig voll. Damn.